Kunst und Wissenschaft sind ja angeblich frei. Und alle die Leute, die da drin arbeiten, wissen, dass das als erstes mal nicht stimmt. Das heißt, sich darin einen Weg zu suchen, wie man zu anderen, spannenderen Ergebnissen kommt, das verbindet mich dann sofort mit den Leuten, die hier arbeiten. Grundsätzlich geht es bei mir darum, was kann ich ästhetisch mit Klang im Raum erzeugen. Wir erzeugen mit dem Icosaeda sehr gerichteten Schall, das heißt, wir beamen Klang und können dadurch halt Klang sehr genau richten und auf den Oberflächen, auf denen dieser Beam dann auftritt, also sind wie Spiegelquellen, die klingen dann halt selber fast wie Quellen. Dadurch kommt es halt zu so Hörerlebnissen, als ob Klang im Raum abgrenzbar wird. Also man hat teilweise das Gefühl, nicht nur, dass der Klang aus einer Richtung kommt, sondern aus verschiedenen Richtungen und dass Klänge sich sozusagen überlagern und staffeln, als ob sie Objekte wären. Ich bin gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, mit jungen Wissenschaftlern hier am Helmholtz-Zentrum zusammenzuarbeiten. Es geht jetzt erstmal nur darum, da unten in diesem Noise, was man darin eigentlich mit dem Lautsprecher machen kann. Es gibt da verschiedene Strategien, die ich versuche zu verfolgen. Eine ist davon, mit den Daten, die bei diesen Forschungsprozessen hier ausgeworfen werden, Klänge zu produzieren und mit dem Lautsprecher halt auch zu spatialisieren. Eine andere ist, wie kann man Klang, der dort unten aufgezeichnet wird, gleichzeitig wieder zurückspielen und dadurch sozusagen auch eine Schwebung erzeugen. Ein anderer Ansatz ist, dass ich halt mit den Wissenschaftlern Interviews führe und die mir über ihre Arbeit erzählen und mir Grafiken zur Verfügung stellen, wie sie gewisse Dinge darstellen, aufzeichnen und ich dann aus den Grafiken wiederum entweder Klänge ableite oder bestimmte Verhältnisse mir angucke, die man dann wieder kompositorisch nutzen kann. Also alles so Prinzipien, die so ein bisschen durchdekliniert werden noch. Und das geht aber eigentlich nur mit diesem Lautsprecher. Es sind zwei Vorführungen geplant, eine hier im HZB, wo man wirklich mal sagen kann, wir machen hier eine Aufführung an besonderen Orten. Wir werden aber auch eine öffentliche Aufführung haben. Das öffnet nochmal ganz neue Türen dem Betrachter, als die man über, ich sag mal, normale PR-Aktionen hat. Und hier kann man wirklich die Sprache der Kunst, der Komposition nutzen, um Fachwissen zu überspringen und eine emotionale Beziehung aufzubauen zu einem fachlich sehr anspruchsvollen Projekt. Das Helmholtz-Zentrum Berlin ist ein physikalisches Forschungsinstitut. Wir erforschen hier vor allem Energiematerialien. Zum Beispiel Solarzellen oder auch neue Energieträger und betreiben dafür Großgeräte. Und ein Großgerät ist unsere Speicherringquelle BESSI 2. Letztendlich sind wir eine Synchrotron-Strahlungsquelle. Das ist ein elektromagnetisches Feld, was wir aussenden, sowie Licht. Das Licht, was wir abgeben, das hat besondere Eigenschaften. Es ist räumlich sehr stark fokussiert, also so wie so ein Laserlicht. Und es hat auch eine bestimmte Zeitlänge. Die Forscher, die zu uns kommen, würden gern umschalten. Die würden gern mal einen kurzen Puls haben und dann einen langen Puls, weil sie in ihrer Probe was Bestimmtes mit einem langen Puls untersuchen wollen und dann wieder was Bestimmtes mit einem kurzen Puls. Die Länge des Lichtpulses hängt direkt zusammen mit der Länge des Elektronenpakets, was im Beschleuniger herumkreist. Und das versuchen wir zu beeinflussen und versuchen so kurze, hochintensive Lichtpulse im Speicherring zu machen. Aus einem Sinus machen wir eine bisschen kompliziertere Welle und so schaffen wir die Pakete kurz und lang herzustellen. Also das ist die Idee und das versuchen wir umzusetzen. Und das ist die Verbindung zur Akustik. Das, was wir machen mit Elektronen, mit elektromagnetischen Feldern, macht Gerrit in der Akustik. Da gibt es viele Analogien und zum Beispiel diese Schwebung kann man damit gut nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass ich durch meine Arbeit hier direkt etwas begreifbar machen werde. Angreifbar wäre schon mal auf jeden Fall, wenn man die Sachen angreifbarer machen würde, das wäre schon gut.
übrigens auch eine große Parallele, finde ich. Dinge versuchen zu erklären, die man eigentlich so nicht erklären kann. Wobei man nie die Wahrheit findet, sondern weniger Falschheit, vielleicht so. Also ne, man passt sein Bild an, mit dem man bestimmte Effekte, bestimmte Sachen beschreibt. Und die spannenden Momente sind immer dann, wenn das Experiment nicht zum Modell passt, weil dann was Neues ist und dann betritt man Neuland.